Guten Tag und willkommen zu Teil 2 von Tourtag 1. Wir sind gerade mitten im Park in Paris, also kein Freizeitpark, ein ganz normaler Park. Und werden gerade hier durchgeschickt zum Jardin d'Acclimatation. War das richtig? Da gehen wir auf jeden Fall gerade hin. Ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir da sind, weil das könnte noch ein bisschen dauern. Nach U-Bahn fahren und 20 Minuten Fußweg sind wir dann auch drin. Haben uns jetzt so einen Tarif gekauft. Hier muss man ja halt mit einzelnen Tickets die Fahrten bezahlen oder man holt sich so ein Wristband. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, 8 Tickets für 25 Euro. Und dafür haben wir uns jetzt halt entschieden, weil jede Attraktion kostet ein Ticket. Bis auf die Speed Rockets kosten 2 Tickets. Und da macht das halt am meisten Sinn, halt dieses Ticket zu holen. Ist ein bisschen verwirrend, aber jetzt habe ich es auch verstanden. Ja moin, das sieht richtig geil aus. Warte mal. Von den Reiten kann man hier drüber aufmachen. Tivoli, oder? Ja. Oh lol. Kostet das was? Keine Ahnung, aber ich habe ein Ticket übrig. Ich will das gucken. Spring, mein Junge. Spring. Und schreie, spring. Ich will von ganz oben springen. Lol. So, auf jeden Fall haben wir den ersten Count gefunden. Eine schöne Sokei-Bahn. Meine erste Sokei-Bahn. Von ein paar, die jetzt noch kommen. Oh Gott, ich muss die Schiene hier auch anpassen. Dann haben wir die erste Sokei-Schleuder hinter uns. War echt lustig eigentlich. Also ich fand's ja so okay. Das Layout ist auf jeden Fall sehr komisch, weil es dreimal so einen Dreibradantrieb gibt. Aber trotzdem ballert das Ding für die Höhe auf jeden Fall mit ordentlich Markes da runter. Wahrscheinlich auch, weil die Züge einfach 16 Tonnen wiegen. Heute Ziegen satt. Heute kriegst du mich nicht mehr in Ziegengehegerei. Chillt da oben einfach, ein V. Okay, hier gibt es dann anscheinend noch ganz viele Vögel. Also halber Zoo ist hier auch drin. Jetzt sehe ich schon mal 2 Achterbahnen. Einmal Speed Rockets da hinten und einmal hier die andere Sokei-Bahn. Und hier ist so der Highlight von dem ganzen Ding, Speed Rockets. Und die haben sogar so was wie Beach Party. Da hinten ist die weirdeste wilde Spinning Maus, die ich kenne. Bevor es da drauf geht, geht es erstmal auf diese mega komische Spinning Maus. Ich weiß gar nicht, ist die von St. Perle oder Ribachon? Sieht auf jeden Fall richtig komisch aus und richtig dämlich. With you. Gönnt euch mal diese Bremse. Zack. Zack. Also auf jeden Fall richtig komisches Ding. Das Layout ist richtig seltsam. Dreht sich auch gar nicht so viel. Tut eigentlich eher nur weh. Ich weiß gerade gar nicht, wer das gebaut hat. Aber ich tippe dann eher auf Ribachon. Also muss es auf jeden Fall mal Props geben, wie geil es hier eigentlich aussieht. Alles immer richtig geil thematisiert hier. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist, ob wir jetzt die zuerst machen oder hinten die Sokei-Schleuder. Speed Rockets runter und ja, man muss leider sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich ist Tiki Waka mal besser als ein anderer Bobsled, weil also das Ding hat da hinten bei den Umschwüngen ein paar coole Parts, aber ansonsten ziemlich ja, langweilig eigentlich. Macht ganz viel, macht Bock, klar, aber hätte ich mehr von, aber hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht leider. Dann stehen wir jetzt an der letzten Achterbahn, auch von Sokei, hatte ich ja gerade mal gezeigt. Naja,
Hä, da geht's ja noch. Les adultes sur la gauche, s'il vous plaît. Okay. Mich, wir haben jetzt erst halt gerade gecheckt, dass das ein Powered Coaster von uns okay ist. Und das Interessante dabei ist die Antriebsart, weil nicht so wie bei den anderen ist die Stromschiene oben drauf, sondern irgendwie unten drunter. Und die haben so Haken unten drunter, wie die eingreifen. Ich zeig das jetzt gleich mal. Auf jeden Fall richtig weird. Guck, Alter. Das geht da richtig flott rein. Also, ich muss das festhalten. Dieser Powercoaster ist ja krank. Der pace hier durch, das ist unnormal. Oh Gott. Oh Scheiße. What the fuck? Alter. Oh. Moment. Den Drop da, Alter, ohne Spaß, bester Powered Coaster, den ich bis jetzt gefahren bin. Also, Powered Coaster. Das Ding hat ja nochmal eine ganz andere Antriebstechnik wie die meisten, weil das sich von unten den Strom zieht und ich glaube damit die Laufräder angetrieben werden. Und, boah, Pace das in den Tunnel. Hier, guck. Und das Ding ist, die meisten Powered Coaster geben ja dann nach, weil die halt über Strom, über Strom laufen. Aber das Ding ist einfach dann wie eine normale Achterbahn. Einfach zoom, runter. Haben wir dann hier noch so ein interaktives Laserkino. Und dann hier eine sehr bekannte Attraktion. Direkt neben dem Sierra Family Tower ist dann hier noch diese, wie heißt hier die Typenbezeichnung? Auf jeden Fall von Technical Park. Ich weiß aber nicht, wie das heißt, das Ding. Was man hier wirklich sagen muss, zieht sich so durchgehend dieser Wildparkgeruch durch. Und eigentlich ist es auch ein großer Wildpark mit halt ein paar Attraktionen. Aber wenn man jetzt mal, also wenn du dieses normale Eintrittsticket holst mit 6,50 Euro, kannst du absolut nichts sagen. Aber wenn du dann dieses Tagestarif holst mit 39 Euro, da weiß ich erstens, weiß ich nicht, was du hier den ganzen Tag machen sollst, außer chillen. Und zweitens, 39 Euro finde ich dann schon eine dicke Ansage. Also, da reicht das Ticket, was wir haben, für 25 Euro oder so. Dicke. Und damit kannst du halt, je nachdem, was du fährst, hier die Speedwalkers kosten halt 2 Tickets. Mit dem Ticket hast du halt 8 Tickets. Kannst du halt deine 8 Fahrten machen, beziehungsweise 6 plus Speedwalkers. Ich denke mal, die Soundeffekte kommen da hinten von den Vögeln. Nee, die kommen hier aus den Boxen. Oh Mann. Jetzt nochmal den Powered Coaster, weil der uns so gut gefallen hat. Und zum Abschluss fahren wir dann hier, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall hier dieses Beach Party Dingen. So. Dann hätten wir auch die letzte Fahrt getan. Gehen wir hier noch. Ja, so eine Art Beachparty. Ich weiß absolut nicht, wie das Fahrgeschäft heißt. Aber der Typ hat auf jeden Fall mega Bock. Der ist hier auch am Rekommandieren, beziehungsweise sagt er eigentlich immer dasselbe, aber der fühlt das auf jeden Fall. Und das Ding macht auch ordentlich Sport. Du hast echt diese Tikal Airtime, die man da von den Zierern Drop Towern kennt. Und das halt als Karussell. Also macht mega Bock, die Dinger. Guck es her. Moin Kollege. Ah, da ist noch einer. Was geht? Mach dich mal schön. Das ist so geizig, Alter. Komisches Ding auf jeden Fall. So, dann hier noch eine kleine Wildwasserbahn gespottet, aber wirklich nur eine richtig winzige. Wo die Boote fast kentern. Plopp macht's. Dann geht's zum Schluss noch auf die heißen Öfen. Gerade Rafting Adventure. Weißt du, wir denken so, hä, als ob die so ein Rafting haben. 2 Tickets.
setzt dich hier einfach ins Schlauchboot rein und kriegst eine Feuerwehr drauf. Dann wackelt das, wusste ich. Oh weia. Ja, ich würde dann sagen, das war's dann hier vom Jardin d'Acclimatation. Boah, meine Güte. Ich weiß nicht, ob sich das für ein ganzes Video lohnt. Ich guck mal, ob ich das vielleicht an den anderen schneide, aber das sehen wir dann, wenn es fertig ist. Ist auf jeden Fall ein ziemlich weirder Park. Also der ist echt wunderschön und so, aber sehr komisch mit diesen einzelnen Tickets-Geschichten und so. Aber das habe ich jetzt schon zweimal erklärt. Ja, die Bahnen sind halt alle kindgerecht und so. Die einzige, die mal ein bisschen Gas gibt, ist der Powercoaster. Aber absolut familienfreundlich natürlich hier alles. Gibt auch irgendwie keinen Thrillride oder so. Alles auf Familie getrimmt. Und ist auch eigentlich nur ein Park mit ein paar Fahrgeschäften. Also als mehr kann man es nicht sehen, aber dafür ist er halt recht teuer. Gut, das war's dann mit Tag 1 von der Tour. Wir gehen jetzt gleich mal ins Hotel, checken mal ein. Mal gucken, was wir dann noch machen. Genau, also wir sehen uns dann morgen, beziehungsweise wann auch immer das nächste Video kommt, im Park Asterix. Bis dann, tschüss. Wenn man dann beim Jardin fertig ist, kann man da direkt mal bei Louis Vuitton shoppen gehen.